Liebe Freunde der kleinen Eisenbahn, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin MA73 und ich freue mich, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt. Zum Update 2020 im Oktober. Es gibt viel Neues zu berichten, aber ich muss auch etwas korrigieren. Und zwar beim letzten Bastelvideo hatte ich euch ja gezeigt, wie man das C-Gleis etwas schöner machen kann und habe dazu so vorbereitete Streifen benutzt. Es hat mich ein Zuschauer darauf hingewiesen: Mensch, Emma, du hast uns gar nicht gezeigt, wie du diese Streifen anfertigst, wie du die machst. Und das möchte ich jetzt hier in dem Update-Video kurz euch zeigen, wie ich das gemacht habe. Und das ist eigentlich relativ einfach. Ich benutze dazu hier diese Schneidhilfe. Ich weiß leider nicht, von wem die ist, von welchem Hersteller. Vielleicht weiß es einer der Zuschauer und könnte es dann mal bitte unten in die Kommentare reinschreiben, falls jemand sich dieses Teil auch besorgen möchte. Sonst müsst ihr einfach mal im Fachhandel, im Modellbau-Fachhandel nachschauen und ich denke, da gibt es dann das dort bestimmt zu kaufen. Kommen wir nun zu der Anlage, schön Silvia. Was habe ich Neues gebastelt? Ich habe mir ein Bauschild gebastelt. Ich zeige hier mal das Foto, das habe ich mir aus dem Internet heruntergeladen und das habe ich als Vorlage genommen, dieses Bauschild. Und ja, warum habe ich das Bauschild gebaut? Ihr wisst, mein Bahnhof, die Schienen, das sind alte Schienen, das sind alte Weichen drin und der ganze Rest des Bahnhofs ist neu. Und da dachte ich mir, da brauchst du irgendwie eine Erklärung dafür, warum ist das unterschiedlich. Also habe ich ein Bauschild mir angefertigt und auf diesem Bauschild steht dann halt drauf, wer der Architekt ist, MA73. Und das wurde in zwei verschiedene Projekte unterteilt. Einmal Projekt 1, das war dann der Bahnhofsbau an sich, das heißt die Bahnsteige und das Empfangsgebäude und die Überdachung. Das hat auch MA73 gebaut und die Fertigstellung war Dezember 2019. Das zweite Projekt, das ist dann die Schienen und das andere drumherum und die Weichen, die erneuert werden sollen. Und da habe ich dann einfach gedacht, okay, da engagierst du die Firmen des Flughafens BER, weil die haben ja recht großen Weltruf jetzt schon, diese Bauunternehmen. Und die Fertigstellung könnt ihr euch ausmalen, wann die ist, ungefähr. Ja, hier ist das Teil gebastelt. Es ist eine kleine Spielerei. Im nächsten Bastelvideo übrigens zeige ich euch, wie ich das gebastelt habe. Und vielleicht tut es der ein oder andere gerne nachbauen. Ist ja was recht Nettes. Ich habe noch mehr gebastelt in den letzten 7-8 Wochen. Ich habe noch Funktionsknöpfe hinzugefügt. Ich hatte letztens Besuch von meinem Cousin, dessen kleinen Jungs. Und die sind dann mal hin und her geflitzt über die Anlage. Und da habe ich gemerkt, dass die Funktionsknöpfe doch sehr gut ankommen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte einfach mehr davon haben. Und mir überlegt, was kann man noch für Gimmicks einbauen. Und da sind mir zwei Sachen eingefallen. Einmal kann man mit einem Knopf die Bahnhofsbeleuchtung zum Flackern bringen, beziehungsweise eine Lampe bringt man zum Flackern. Und der andere Knopf, das sind eigentlich drei Knöpfe. Mit dem einen Knopf startet man eine Zugfahrt. Mit dem zweiten Knopf kann man an dieser Lok dann das Licht ein- und ausschalten. Und der dritte Knopf, damit kann man dann die Hupe betätigen. Ich denke, da können auch die Jungs oder auch Mädchen, die dann zu Besuch kommen, einfach mal während des normalen Anlagenbetriebes eine Lok zwar nicht steuern, aber sie können sie bewegen. Und ich denke, dass ihnen das viel Freude bereiten wird. Meine Signale sind angeschlossen, fertig, kann ich jetzt vermelden. Und sie funktionieren auch größtenteils richtig. Natürlich, jeder, der ein bisschen programmiert, weiß, dass da manchmal hier da kleine Fehler sind. Und manchmal sehe ich auch dann bestimmte Zustände, wo ich sage, da musst du nochmal rangehen, da musst du noch nachkontrollieren, was hast du da für Fehler gemacht. Also so, dass man auch für die nächsten Wochen und Monate immer viel Programmierspaß haben wird. Aber wirklich im größten Teil, zu 95%, funktionieren sie sehr gut. Und sie machen sich auf der Anlage wirklich super. Nochmal vielen, vielen Dank an dich, Dirk. Du hast mir damals geholfen, die alle zu planen. Und nochmal vielen Dank an die Firma Reinhardt, die uns ja diese Modelle baut.
Und von hier aus nochmal gute Besserung an Herrn Reinhardt. Und zu guter Letzt habe ich noch mein Bahnsteig 2 fertig gebastelt. Auch Gleis 7 und 8 ist angeglichen, sodass das jetzt ebenerdig ist. Die Oberleitungsmasten wurden gesetzt, sodass jetzt der ganze Bahnhof ein schönes, stimmiges Bild ergibt. 2, wie er fertig ist. Wie gesagt, ach, hier sieht man auch das Raucherhäuschen. Das ist auch eins von meinen Knöpfen, wo man ja, eine Aktion starten kann. Auf dem Bahnsteig sind insgesamt 24 Maxel verbaut. Man sieht richtig, wie hilflos das wirkt. Also es könnte ruhig ein bisschen mehr sein, aber ja, es wird auch noch mehr dazukommen. Also es wirkt mir zu wenig Betrieb, da geht noch ein bisschen was. Hier vorne habe ich noch eine Szene eingebaut, dass die beiden den schiefen ja, Anzeigetafel reparieren. Da würde ich gerne eine Wasserwaage noch raufsetzen und eine Werkzeugkiste daneben stellen, dass das ein bisschen handwerkermäßig ein bisschen aussieht. Ich hoffe, dass ich dann demnächst mal sowas bekomme. Ja, auch hier ist wieder eine Rolltreppe, wie ihr sie hier vom Bahnsteig 1 kennt. Ein Fahrstuhl. Ja, besonders ist hier, ist das Signal auf dem Bahnsteig verbaut, weil ich damals in der Planung einen Fehler gemacht hatte. Aber Dirk war ja so clever und wusste, was ich dann machen muss, damit das wieder halbwegs vorbildgerecht aussieht. Schön Silvia hat wieder zwei Neuzugänge bekommen. Die sind beide vorbestellt. Einmal habe ich die 181 215.5 von der Firma Pico bekommen. Das ist eine wunderschöne Lok und fährt sich wirklich sehr gut. Ist sehr detailliert. Also wenn ihr mal schaut, hier oben der Dach, das Dachgitter ist auch wirklich durchbrochen. Und dann hat man auch Trittbretter hier unten. Genau, da sieht man das ein bisschen, wenn da glänzt. Seht ihr das? Ja. Und ist eine sehr schöne Lok. Sie ist ohne Sound, aber trotzdem hat Pico da ein paar Gimmicks eingebaut. Und zwar ist hier die Motorraumbeleuchtung. Die kann man zuschalten. Die Führerstandbeleuchtung kann man zuschalten. Und wenn man das Frontlicht einschaltet, leuchtet auch noch das Bedienpult. Da sind Lampen eingebaut oder Lichtleiter sind dahin geführt. Vom Fahren her ist sie super. Der Schleifer, klar, Pico, da könnte echt ein bisschen noch was machen, da geht was. Aber sonst so von der Detaillierung und vom Preis sowieso ist das wirklich eine super tolle Lok und mir gefällt sie sehr. Das ist wirklich eine sehr schöne Lok. Der zweite Neuzugang ist die BR 218 497-6 und das ist wirklich eine wunderschöne Lok. Das ist, glaube ich, eine Spezialanfertigung, kann ich sagen. Also die gibt es, glaube ich, nur bei der MSL, beim Modellbahnshop Lippe. Die musste man vorbestellen. Und da hat Rocco wirklich eine Lok hingezaubert. Also super. Also auf dem C-Gleis fährt die wirklich Weltklasse. Also wirklich super. Die ist leise, man hört keinen Schleifer. Sie fährt schön satt und der Sound ist klasse. Es ist sogar ein Triebfahrzeugführer mit drinne. Die Lok macht wirklich einfach nur Spaß zu steuern, ihr zuzuschauen. Und ich habe viel Freude mit dieser Lok. Also wer noch irgendwie an eine rankommen kann und die haben möchte, ihr macht nichts falsch. Wirklich nicht. Ist eine feine Maschine. Ja,
Das soll es auch jetzt schon gewesen sein mit meinem Update. Ich hoffe, es hat euch wieder Freude gemacht, mir zuzuschauen. Wenn euch mein Kanal gefällt, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like nach oben oder abonniert mich. Ich würde mich riesig darüber freuen. Mein nächstes Update kommt wie immer in den nächsten 2 Monaten oder in 2 Monaten. Ich wünsche euch bis dahin viel Glück und viel Gesundheit. Euer Emma73 und man sieht sich. Halt, ich habe noch was vergessen. Man sieht sich ist das Stichwort. Hiermit möchte ich eigentlich noch jemanden grüßen. Und zwar möchte ich gerne Jan und Ria aus den Niederlanden grüßen. Du weißt, warum ich das so betone. Und wir hatten uns vor 2 Tagen kennengelernt. Vielleicht der ein oder andere kennt ihn Jan auch. Ich werde mal oben seinen Kanal verlinken. Es ist ein ganz netter, sympathischer Niederländer und wir hatten uns verabredet und haben uns so ein bisschen beschnuppert und kennengelernt. Und was soll ich sagen, es ist ein dufter Eisenbahner-Kumpel und es macht wirklich Spaß, seine Videos anzuschauen. Schaut da mal rein, wenn ihr Lust habt. Und ja, wie gesagt, Ria und Jan, ich möchte euch hiermit grüßen. Jetzt kommt noch ein Fahrvideo, so dass ihr die 2 Loks auch noch mal bestaunen könnt, wie sie sich in Bewegung setzen und wie sie sich auf der Anlage machen. Und ja, jetzt sage ich wirklich Tschüss. Ciao, euer Emma73.